Hi Leute und willkommen zum ersten Family Unboxing der Vegan Box. Achso, das willst du auch was sagen, okay. Ja, ich wollte eigentlich ja, okay. Hi Leute und willkommen. Hi Leute und willkommen zum ersten Family Unboxing der Vegan Box mit meiner kleinen Familie. Hallo. Ja, mal schauen, wie das wird. Hallo. Und wie lange der Kleine durchhält. Ja, ich mach mal auf. Jedenfalls große Lust. Ja, Er weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Nee, ich auch nicht. Achso. Du eben? Nicht wirklich. So. Das ist jetzt die Vegan Box vom... Was haben wir gerade? Ach, Juni haben wir gerade. Okay. So, Dippen, ich würde sagen, du liest vor. Lila Papier. Guck mal, da ist schon mal lila Papier. Ich lese vor. Ja, Mia mag schon viele Papiere sehr gerne. Oh, guck mal, das magst du noch viel lieber hier. Guck mal, da ist gleich was für mich drin. Setz nicht vorher vorlesen. Nein? Das Doof an dem Zeug ist, dass alles total staubig ist hier drin. Das ist aber gut für den Garten, ne? Wir tun das unter die Erdbeeren. Ja, stimmt. Und jetzt so. Nee, Mia mag das auch nicht. Komm weg. So, wir haben hier als erstes Dirty Harry. Was ist das? Famous Barbecue Soße. Ja, das ist gleich was für den Papa, ne? Ja, genau. Der hat einen Preis gekriegt. World's Famous Barbecue Soße First Prize 2012. Und so weiter. Okay, vorlesen? Ja, vorlesen. Dirty Harry Barbecue Soße Classic Style. Sollte bei deinem nächsten Grillabend nicht fehlen, das berühmte Original. Mehrfach in den USA und der Bio-Fachmesse Nürnberg 2014 als die beste Barbecue Soße preisgekrönt. Zarte Schärfe, leicht rauchiges Aroma, garantierte Bio-Qualität, glutenfrei, laktosefrei, natürlich vegan und ohne Geschmacksverstärker. Klingt doch gut. Ohne Geschmacksverstärker? So. Zutaten: Tomatenmark, Zucker, Branntweinessig, Karamell, also zweimal Zucker quasi, Wasser, Rauchsalz, Senfsaat, Gewürze, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Meersalz, Kräuter. Ja. Wollt ihr mal probieren, oder? Du probierst immer, oder? Hm? Ich probiere nicht alles immer. Ja, probieren wir. Mila, probieren wir das? Ne, Mila probiert das nicht. Stimmt. Da ist Zucker drin. Da ist viel Zucker. Ich mag das sowieso nicht. Essen wir überhaupt Barbecue-Soße? Nein, normalerweise essen wir keine Barbecue-Soße. Normalerweise nicht. Aber die werden wir schon irgendwo für verwenden. Ja, du kriegst keinen Löffel. Ja, du hast schon einen. Ja, du. Ach. Hier. Gut, geh dir. Oh. Oha. Die haut aber durch. Ah, die ist echt würzig. Aber lecker. Krass. Schmeckt extrem rauchig. Nee, du kriegst nichts davon. Das ist der Rauch, der mich an Fleisch erinnert. Ja, genau. Extrem. Also schmeckt echt nach Uhr. Was hast du gesagt? Da ist Rauch drin? Da ist Rauch drin, Rauchsalz. Ja, das schmeckt. Besteht aus Salz und Rauch. Also rauchig und scharf und salzig. Ja. Hm? Aber bestimmt lecker zu irgendwie gebratenem Tofu oder Seitalsteaks oder so. Ja, hier, bitteschön. Ja, ne? Wenn es noch mehr nach Fleisch schmecken soll. Was willst du haben, das? Dirty Harry. Wo kommt das her? Münchner Kindelsenf. Mensch. München. Warte mal. Okay. Ja. Dann haben wir noch was für dich, sehe ich schon. Das sieht doch gut aus. Guck mal. Ach, Heilerde. Oh, Anti-Stress-Maske. Ja, das brauchen ja, wir alle. Halt mal still. Von Luvos. Warte, Luvos Anti-Stress-Pulver. Bio, vegan, Naturkosmetik. Ach, Pulver ist das. BDIH zertifiziert. Was auch immer das heißt. Wirkt beruhigend und schützend, mildert die Auswirkungen schädlicher Umwelteinflüsse. Die natürlichen Antioxidantien aus Traubenkernen und grünem Tee neutralisieren freie Radikale. Sie wirken beruhigend bei gestresster, zur Rötung neigender Haut. Die Tendenz zur Bildung von Altersflecken wird reduziert.
Die wertvollen Mineralien und Spurenelemente der Heilerde fördern die Wechselwirkung des Wirkstoffkomplexes mit der Haut. Schadstoffe werden gebunden und innere und äußere Stressfaktoren werden neutralisiert. Sagt die Werbung. Sagt die Werbung. Liefern den Preis vor, das mache ich auch immer. Oh Gott, ja. Vergesse es auch regelmäßig. 190 Gramm für 14,90 Euro. Ja. Das ist happig. Und die Barbecue-Soße war 250 Gramm für 7,90 Euro. Oha. Also dann doch lieber die Barbecue-Soße. Ins Gesicht schmieren. Ja. Na gut, riecht man jetzt nichts, Alter. Ist ja noch zu, oder? Ist ja auch noch zu, ja, muss wahrscheinlich. Also das ist so eben nur Pulver, ne? Achso, okay. Guck mal, das ist Pulver zum Anrühren. Ah, das musst du jetzt nur, okay. Also das ist, okay. Dann ist das es natürlich auch mehr. Probieren wir jetzt wahrscheinlich später mal. Von Lufos. Das hätte ich mir sonst nicht gekauft, aber gut. Zu wissen, dass es das ja, gibt. Ja, probier die mal aus. Mal gucken. Wenn die dann, was geht? Und dann hat sie keinen Stress mehr. Wenn das funktioniert, schalte ich mich nochmal ein, ne? So, Vogel, Yummies, Biosoft Pastillen, Cranberry. Ist das mal was für Mila mit dabei? Nee, wahrscheinlich nicht Zucker. Purer Zucker. Ja, bitte. Vogel. Oh, denn Vogel, Yummies, Cranberry, Bio, Vegan, Glutenfrei. Vegane Kaubonbons mit Cranberry-Geschmack. Aha, sind Cranberries überhaupt drin? Ich lese gleich mal vor. Die veganen Softpastillen sind bio, ohne Gelatine, ohne Zusatzstoffe sowie frei von Allergenen, künstlichen Aromen und Süßstoffen. Yummies mit Cranberry-Geschmack zum Kauen oder Lutschen schließen eine Lücke im Angebot veganer Süßigkeiten. Aha. Wusstest du, dass da eine Lücke gibt? Jetzt ja. Jetzt nicht mehr. Sie enthalten Cranberry-Extrakte sowie Holunderbeerensaft. Rechtschreibung. Dazu gibt es beide hinter eine kleine bunte Clickbox aus Weißblech. Die gibt es hier nicht, oder? Nee. Ja, hier ist ja drin. Die Box hätte ich auch gern. Ah. Diese. Ach Gott. Na, guck mal, süß hier. Mit Blümchen. Okay, wie geht die auf? Keine Ahnung. Achso, ich wollte vorhin. Zutaten. Gummi Arabicum, Rohrzucker, Glukosesirup, Cranberry-Extrakt. Also es ist Cranberry drin irgendwie. Säurungsmittel, natürliches Aroma, Holunderbeeren, Saftkonzentrat, Trennmittel, Sonnenblumenöl, Kanauba-Wachs. Ja, das war's. So. Yummy. Ja, naja. Yummy, yummy. Ja. So, einer im Boden. Ich bin ja nicht so ein Freund von Kaugummis. Also nach Cranberry fällt das jetzt nicht, finde ich. Nee. Aber nach Kaugummis. Ja, schmeckt süß und... Wie so Softpastillen, die nicht mehr essen. Ja. Vorsicht, blonden Tier. Ja, die nämlich an die Gummibärchen von früher. Mhm. Ja. Ein bisschen. Also, hast du den Preis vorgelesen? 40 Gramm, 2,49. Also so eine kleine Packung. Das ist so eine Reformhausmarke, ne? Vogel. Kenn ich gar nicht. Habe ich noch nie gesehen. Ja, klingt doch schweizerisch. Du hast Vogel. So. Aber. Ja. Hier. Na, auch nicht interessant. Wieso kriegt man das eigentlich auf hier? So, wir haben hier... Oh, ich kaule da lange dran an dem Ding. Echt? Das ist was für mich. Oh nein. Habe ich gleich gesehen. Soll ich das so? Ach, deswegen ist das so vorne. Ja, vorlesen. Genau. Hier. Okay, alles runter, bitte. Da. Kaffee kalt getrennt auf Sojabasis, bio, vegan und Fairtrade. Die erste vegane Kaltkaffee... Ach, das erste vegane Kaltkaffeegetränk auf Sojabasis. Vom Hofgut Storzeln am Bodensee. Hergestellt aus deutschen und österreichischen Sojabohnen, trifft hier hochwertiger Sojadrink auf besten fair gehandelten Arabica-Kaffee. Der Solpresso, ach, der ist flüssig. Ja, der ist flüssig. Was hast du denn gedacht? Ah, da kann ich gleich, hätte ich nicht schon Kaffee getrunken heute. Hm? Kannst du einen Schluck nehmen zum Probieren und dann das im Kühlschrank stellen? Ja, muss ich dann, ne? Muss ich nicht. Muss ich ja gerne aufbewahren. Witzig, welche doch. Das ist quasi der Ersatz für all diese. Kaffeeproduktgetränke im. Die sich eh keiner kaufen. Die viele kaufen. Echt? Oh, okay. Viele.
Der Solpresso wird in einer innovativen und umweltfreundlichen Kartondose angeboten und ist auch ungekühlt haltbar. Leicht gekühlt schmeckt der Solpresso natürlich am besten. Also erst den Kühlschrank. Warte mal, ist er jetzt auch mit... Möchtest du sofort kosten, oder? Ich habe so viel Kaffee getrunken. Mila möchte sofort kosten. Dann ist auch noch Espresso drin. Mila, wir gleich trinken. Den kannst du schütteln. Das ist Milans Viehtransporter. Man muss ja lernen, wie das geht mit den Tieren. Okay, das schneiden wir raus. Das lasse ich drin, glaube ich. Also hier, was ist drin? 92% Sojadrink, Zucker, Rübenzucker, flüssiger Kaffee-Extrakt, also vom Espresso steht da gar nichts. Naja, Karamellzuckersirup, Säureregulator, ein bisschen Kakaopulver und ein bisschen Verdickungsmittel, wo Ackermehl. Alles Bio. Von der Pfeife. Ja. Also sowas bekomme ich gern geschenkt. Ansonsten. Dann hier, ein Geschenk. Das ist das, was ich mir jeden Morgen selber mache. Hast du den Preis vorgelesen? Da. 32 Milliliter für 1,89. Da müsste man noch wissen, wo es das denn zu kaufen gibt. Ja. Ist ja mehr was für unterwegs. Ja, wahrscheinlich eher im Bioladen, ne? Würde ich jetzt sagen. Wenn, denn. Im großen Bioladen in unseren größeren nicht. Städten. In unserem gibt es das wahrscheinlich nicht mehr. Aber schön zu wissen, dass es sowas gibt. Hm? Ja. Willst du jetzt kosten? Nein. Ist ja doch so ähnlich von Rapunzel, gibt es sowas, glaube ich, schon. Willst du es kosten? Soll ich? Ich bin ja kein Kaffeetrinker. Ja, steht drauf. Ich bin ja kein Kaffeetrinker. Deswegen wollte ich es gar nicht erst kosten. Gut, dass ich hier bin. Mir schmeckt das eh doof, wahrscheinlich. Doof. Ich wollte nicht scheiße Kaffee sagen. Doof. Alles doof. Warte. Schmeckt doof. Mmh. Oh. Gleich ist er alle. Kaffee und süß und Linda, Karamell. Du nicht. Mhm. Du und nicht Kakao. Mehr. Schmeckt man alles. Und das ist so eine Droge für mich. Mhm. So, dann haben wir hier noch Orangendressing-Dip. Verleckerung. Ups, aua. Steht Verleckerung. Zu Salat, zu Fisch, zu Fleisch. Zu Fisch und Brot. Mhm. Finde ich immer cool, wenn da drauf steht vegan und dann als Vorschlag zu Fisch, zu Fleisch. Dein Auto liegt schon wieder unten, weil das runtergeschmissen ist. Das bringt die Geister zusammen. Was denn? Ja, die Fleischesser mit den Veganern, da können sie sich so. Schüttel mich. Zusammen. Ich bin ohne Verdickungsmittel. Emils Orangendressing und Dip. Bio, vegan, glutenfrei. Emils macht Bio-Dressing und Dips in Spitzenqualität. Ohne Zusatzstoffe, ohne Pasteurisation, ohne Zucker. Das ist mal gut. Und nicht wärmebehandelt, um sie zu konservieren. Deshalb sind sie so reichhaltig, vielseitig und eben auch vollwertig. Wir lesen hier die Werbung vor. Mit seiner herb, fruchtig, säuerlichen Orangennote passt das Dressing besonders gut zu Fleisch. Nein, steht hier nicht. Chicorée, Chisée, Radicchio, Wildkräutersalat. Nein, das ist ja was für mich hier. Ja, haben wir leider gar nicht da. Oder Baby Leaves. Gerne kombiniert mit säuerlichem Obst wie Apfel, Mango, Birne. Der perfekte, leichte Sommersalat. Ja, hier halt, Preis, Viertel Liter für 5,45 Euro. Das ist ja okay geschmissen. Sonnenblumenkernöl, kalt gepresst, natives Olivenöl extra, Apfelessig, Apfeldicksaft, also da kommt die Süße her, Senf, Rapsöl mit einem Aufguss aus Orangen, 4% und Meersalz. Und kommt aus Freiburg, mal wieder. Ja, und was stand hier noch? Ach genau, mit Liebe und in Handarbeit hergestellt in Deutschland. Da erklärt sich der Preis. Wahrscheinlich. Nicht pasteurisiert, laktosefrei. Zuckerfrei. Null Zusatzstoffe. Ja, mach mal auf. Plomp. Bald gibt's Salat, Milan. Ja, das könntest du jetzt eigentlich auch probieren, was? Theoretisch ja. Theoretisch? Wenn ich mit einem Löffel ins Glas kommen würde. Ja, nur jetzt so rum. Aber da ist Essig drin, das ist glaube ich nicht viel. Aber das ist interessant. Nein. Mm. Mal kosten, Mila? Oh, das hat also eine ganz herbe, ja, ja. Herbe Note. Das mag Mila garantiert nicht. Mhm. Krass. Njam, 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 njam. Aber nicht so gut, hm? Aber schmeckt schön orangig auf jeden Fall. Das hat einen ganz starken... Ja, man kann sich eine Folge zu Rucola vorstellen.
Zutaten von regionalen Manufakturen und Herstellern, die wir persönlich kennen. Weißt du, was keine da ausschmeckt? Konservierungs- ist Rapsöl, glaube ich. Ich glaube auch, ja, das ist das. Rapsöl ist Orange. Keine Konservierungsstoffe, kein Hefeextrakt, keine Zitronensäure, kein Verdickungsmittel. Meine Güte. Ja. Das ist was für dein nächstes Kochvideo nachmachen? Na, schneid mal raus. Nö, nö. Ich schneid nichts. Fast, Flasche ich schneid fast nichts für raus. 5 Euro. Ah. So, was Kleines. Oh, die hatte ich schon mal drin, glaube ich. Die kennen wir doch. Ja. Ja. Garden Gusto. Ich weiß nicht, ob die gleichen sind, aber das, die sehen so ähnlich aus, wie ich die schon mal hatte. Ich glaube, die ich hatte, waren gelb. Ne? Biomarke des Jahres 2014. Garden Gusto, Erdnüsse, Paranüsse. Ja. Brauchst du nicht aufmachen. Nee? Also ich kenne die schon. Sehr viel okay. Nuss, sehr viel Frucht. Ein Riegel halt, ne? Ein Riegel halt. Ist da nicht Zucker drin? Ich glaube nicht, warte. Aber das ist eh nicht so Milan, das ist Nüsse. Nö, nö, das ist nicht für die Fruit Loops. Nussriegel Garden Gusto. Bio, vegan, glutenfrei. Bringt ein fruchtiges Geschmackserlebnis. Neben Erdnüssen und Paranüssen. Zu denen wurde er mit Sauerkirschen, Aprikosen und Beberitzen verfeinert. Sesam und Vanille geben dem Riegel noch den letzten Schliff. Der Riegel eignet sich besonders gut als kleiner Energielieferant für zwischendurch. Beste und natürliche und unverarbeitete Zutaten. Innovative Geschmackskompositionen, keinerlei künstliche Aromen, Zusatz oder Füllstoffe. Und kostet 35 Gramm 1,49. 1,49? Das ist corny für... Also die anderen Riegel im Bioladen kosten immer so 99 Cent bis 1,20 habe ich jetzt, glaube ich, gesehen. Also 1,50 war das jetzt, ne? 1,50, ja. Ist da schon gepfeffert, sag ich mal. Naja, aber ist auch, ne? Mit Beberitzen. Ja. Vanille. Kirschen. Stiftung Mittagskinder. Muss man wissen. Was? Eine Stiftung? Die Unterstützung ist eine Stiftung Mittagskinder. Oh, gut. Oh, hier fehlt auch ein Huhn. Und kommt aus Hamburg. Ja, gar nicht so weit. Guck. Ja, stimmt hier. Das, also der oder die Erfinderin, Entwicklerin, ach, Katharina Lohse. Die schreibt da selbst, dass sie weit gereist ist und überall Geschmacksjuwelen aus aller Welt zusammengetragen hat. Das habe ich schon gelesen. Echt? Also von einer Birkenbummlerin mit Bon Voyage. Mhm. Früchte aus aller Welt. Ist schon besonders. So, Milan kostet. Ist auch was für dich, hm? Oh, hier ist wieder was für dich. Was ist das? The Raw Chocolate Company. Organic Raw Chocolate. Das ist das. Raw Chocolate Mulberries. Mhm. Tiny Titans of Flavor and Nutrition. Was sind Mulberries? Maulbeeren? Maulbeeren. Ah ja, klar, logisch. Maulbeeren. Pua Schoko Maulbeeren. Ja, die nehme ich. Ich genau. Guck mal hier, schmackhafte weiße Maulbeeren in roher Schokolade getaucht und mit Kakaopulver bestäubt. Gesüßt mit gesundem Kokosblütenzucker. Oh ja. Zuckerfrei. Maulbeeren haben einen sehr hohen Gehalt an wichtigen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Die feine Mischung aus fruchtigen Maulbeeren und zarter, roher Schokolade verführt die Sinne. Ah, nehme ich. Und 74% Kakao. Mhm. Achso, Zutaten wir vorlesen. Mhm. Maulbeeren 44%, Raw Chocolate 56%. Oh, ist schon 74. Das war's auch schon. Und die Chocolate... Kokosblütenzucker muss man machen. Besteht aus... Schokolade besteht aus Kakaomasse, Kokosnuss, Kokosnuss, Kokosblütenzucker, Kakaobutter und Kakaopulver. Ich musste jetzt übersetzen, was alles auf Englisch draufsteht. Ja, wenn das nicht lecker ist, hm? Das ist so die Kategorie Naschen mit gutem Gewissen. Mach sogar ich. Ganz gefährlich. Schnell weg. Na, wie lecker? Also sehr, sehr lecker. Und kostet das Tütchen hier 1,89. Wenn man sich mal was gönnen will. So, dann haben wir hier ein Pucker
3 Ingwer. Bio-Tee aus Ingwer, Galgant und Gelbwurz. Warm und würzig. Hübsche Verpackung. Mhm. Ich habe hierfür 3 schmackhafte Wurzeln der Ingwerfamilie verwendet, um das größtmögliche Geschmackserlebnis zu kreieren. Es fördert ihr Wohlbefinden, wärmt und belebt ihren Geist. Ingwer wird seit 1000 Jahren wegen seiner gesundheitsfördernden Wirkung eingesetzt. Die von Pucker haben einzigartige Mischungen ins Leben gerufen. Die von Pucker haben einzigartige Mischungen, ach Mischungen, ins Leben gerufen, um das unglaubliche Potenzial von Kräutern mit höchstem Genuss zu vereinen. Ich hoffe, es ist der beste Ingwer-Tee, den Sie jemals getrunken haben. Na, da bin ich gespannt. Ja. Ja, das müssen wir. Ah ja, Moment. Wir können jetzt mal Wasser kochen und dann können wir den. 3 Ingwer-Tee von Pucker. Bio, vegan, glutenfrei, Fairtrade. Auch hier. Tee im Sommer? Na klar, eisgekühlt und selbstgemacht. Eistee erfrischt an heißen Tagen und mit der außergewöhnlichen Teemischung von Pucker kannst du ihn einfach selber mischen. Das Rezept für den 3 Ingwer Eistee findet ihr auf der beiliegenden Postkarte. Muss noch drin sein. Erfrischt und belebt den Geist. Na, das ist schön, hm? Das ist immer, dass wir das raufschreiben, dass da noch was drin liegt. Ja, die sind dran, hm? Aus Quellen. Aus was? Das, was bei deinen Videos immer unterging. Meinst du, guck mal die Videos? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann wäre ja auch der Rechner. Also, das ist mal noch die bessere. Dann wäre auch der Rechner für den Film gewesen. Die bessere Alternative zum. 3 Ingwer Eistee. Frischer Ingwer. Kaffee vermeiden will. Hm? Zitrone, Gewürznelken, Rohrzucker. Ach, das muss man sich jetzt noch selber dazu mischen. Ja. Wollen wir den mal aufgießen? Jetzt? Oder riecht schon nach Ingwer? Mmh. Oh ja. Das riecht nach Kurkuma irgendwie. Inspiriert von Ayurveda, der Kunst des weißen Lebens. Und kommt aus. Oh, aus Großbritannien. Hier. Pucker Herbs. 20 Beutel sind drin. Für 20 Beutel für 3,99. Hm. Riecht schon. Riecht total nach Gelbwurz und Ingwer. Kann man das essen? Das kann man nicht essen. Ja, das riecht. Komisch. Sommer. Vollkornzwieback aus Weizen. Ungesüßt. Ungesüßt. Und bestimmt. Du weißt, lies mal vor. Bio? Ja, ich lese vor hier. Sommer Vollkornzwieback ohne Zucker. Bio, vegan, Demeter. Fairtrade, Demeter ist ja so halt vegan, ne? Naja. Stimmt eigentlich, ja. Ach, das ist ja auch keine Veganblume drauf, ist nur dieses doch, vegan. Doch nicht? Ach so. Dieses vegane Zeichen drauf. Ja, dafür müsste aber vegan klar deklariert sein, ist es ja nicht. Deswegen ja. Ist es im Grunde vegan, weil keine Zutaten drin sind. Egal, ist mal weiter. Für den knusprigen Vollkornzwieback verwendet Sommer und Co. nur besten Weizen aus der Region. Der Zwieback ergänzt deine vollwertige Ernährung mit wertvollen Inhaltsstoffen und Ballaststoffen der Samenhaut des vollen Korns. Da dem Vollkornzwieback kein Zucker zugesetzt wird, passt er zu allen Speisen und Getränken und ist gut bekömmlich. Und kostet 200 Gramm 1,99. Das ist doch im Rahmen. Zwieback ist gut. Zutaten: Weizen, Vollkornmehl, schade kein Dinkel, Sonnenblumenöl, Hefe, Meersalz. Und jetzt dippst du den Tee in den Ingwer, den Zwieback. Ich dippe jetzt den Tee in den Ingwer. Jetzt dippst du den Zwieback in den Ingwer-Tee. Hm? Oder auch nicht. Da. Ja. Ja? Ja, Milan hat schon. Nom, nom, nom. Na, ist das was für dich? Ja, Mutti-Stück schmeckt viel besser. Na ja, klar. Ja. Hm? Hartes Zeug, hm? Nom, nom, nom. Aber, finde ich lecker. Ich auch. Vollkornzwieback. Gibt's ja nicht so oft im Laden. Vollkornzwieback ohne Zucker, hm? Ja, stimmt, das muss man immer suchen. Ja. Ja, das war's schon. Kommen wir schon so wenig vor jetzt mal, oder? Sind einfach teure Sachen dabei, ne? Neue Produkte. Die Maske zum Beispiel. Ja, die muss ich noch testen. Hier und der Tee, den müssen wir noch. Ja, das war übrigens die große Vegan Box, weil das auch mal gefragt wird unter jedem Video. Mit Vitamin, ach, Yummy-Effekt. Yummy. Der Yummy-Effekt. Ah, jetzt haben wir wieder Werbung gemacht, Leute, ja? Du musst nicht mal sagen, dass das Werbung ist. Ich hab's schon mal gesagt. Das Werbung ist. Ich meine, klar ist das Werbung. Was soll die auch reinschreiben? Ja, die Bonbons schmecken nicht so gut, aber wir haben sie trotzdem mal in die Box gemacht. Vielleicht schmeckt's euch ja. Vielleicht schmeckt's euch ja. Uns hat's nicht geschmeckt, deswegen schicken wir das euch. So, Heiner, jetzt kannst du hier noch den Tee probieren. Ja. Einen guten Schuss. Einen guten Schuss. Aua, heiß.
schmeckt das, ne? Zweites Frühstück. Ist das nicht so stark? Hat 5 Minuten. Ich hätte mir jetzt voll den starken, kräftigen Ingwertee vorgestellt, aber ist nicht so stark. Fällt mir nicht gut. Ich mag Ingwertee immer nicht so stark. Jetzt müssten wir dann nochmal den Eistee ausprobieren daraus. Ja, das mache ich dann höchstens nochmal extra. Ja. Also mir schmeckt der. Wahrscheinlich noch heiß, ne? Für dich ist es ja kein Ding. Oh, der ist gut. Lecker. So, ich weiß jetzt hier schon, ne? Ich gehe den mal rüber. Hier ist noch was drin. Und zwar von der Lugos, wo auch die Heilerde. Die Heilerde? Ja, ist. War. Was denn? Nichts. Ja, ist hier noch ein aufbauendes Gesichtsfluid mit Aprikosenkernöl. Jetzt, guck mal, das lasse ich mir mal gut sehen hier. Bitteschön. Vielen Dank. Gesichtsserum, Körperbalsam, Handbalsam. Ja, davon hätte ich ja gern mehr gehabt hier. Gesichtsfluid mit Aprikosenkernöl gibt's auch. Von Lugos. So war es dann oder ist noch irgendwo was versteckt? Nein, das war's. Ja, kommen wir irgendwie wenig vor. Also ich wahrscheinlich, weil da teure Produkte dabei sind. Ich glaube, die Soße war ja echt teuer. Der Kaffee nicht so, aber auch das Dressing ja, glaube ich, auch. Also sonst war doch mehr drin. Ja. Und das Gesichtspulver. Ist enttäuscht? Ja. Ein bisschen von der Menge, aber ich glaube, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Ja. Das war's. Ich hoffe, heute war das mal ein bisschen was anderes. Als Family Unboxing sozusagen. Wollten wir mal gerne ausprobieren. Ja, ihr könnt mal schreiben, wie euch das gefallen hat. Oder ob euch das gut gefallen hat oder ob das zu chaotisch war mit dem Geklapper zwischendurch immer. Kleiner Mann. Dann schickt er uns wieder raus, das nächste Mal. Genau. Jetzt schickt er die beiden wieder raus. Mila will auch noch was sagen. Was denn? Hallo. Die hat's geschmeckt, hm? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Winke, winke. Tschüss.